So, wie geht das hier mit denen? Ist das schon an? Ist das schon an? Ist die Kamera schon an, ne? Ist schon an. Ja, hallo, mein Name ist Fidi und ich habe mir überlegt, weil ihr immer alle zu Hause auch an euren Computer sitzt, an die Kiste dran, ne? Dass ihr ja eigentlich gar nicht rauskommt und ihr wisst gar nicht, was da draußen in die reale Welt alles so gibt. Und da wollte ich euch das einfach mal erzählen. Und heute habe ich mir überlegt, jetzt ist wieder was ganz Neues im Internet drin. Und das kann man auch mal vergleichen. Und da habe ich mir das heute mal überlegt, dass ich euch das mal erzähle, wie das ist. So, und zwar habe ich gesehen, da gibt es jetzt wieder was Neues, was jetzt von Amerika nach Deutschland drinnen reinkommt. Und das heißt Netdings. Irgendwas mit Net war das. Netflix heißt das. Das Netflix. Das ist so, da kannst du im Internet, kannst du denn Videos gucken. Also Filme, ne? Also zum Beispiel jetzt Actionfilme mit dir, mit den Arnold oder jetzt mit Stallone kannst du da auch gucken und also wo die halt schießen und so, ihr kennt das ja auch, so Actionfilme und dann gibt's auch mit Liebe und wie heißt das andere noch, Comedy, ne, also dass man da was zu lachen hat und so und also das gibt's auf alle Fälle da auch und das ist eigentlich genau wie bei die anderen alle, also man kann da auch irgendwie Serien gucken, also was weiß ich, Full House oder so. Ich weiß nicht, diese amerikanischen Serien. Und das kannst du aber auch im Fernsehen machen. Und dann gibt es auch noch andere. Max Ever und Watchdome oder so. Watchdome heißt das. Und da kannst du das auch. Also eigentlich ist das genau wie bei den anderen. Oder so. Und früher war das so, also um das euch mal zu erklären, wie das war früher, ne? Also damals, also wir haben mal nicht den ganzen Tag vor dem Computer gesessen und geschossen und hier, ne, die ganzen Spiele da gespielt. Macht ihr ja auch den ganzen Tag, ihr kommt ja gar nicht mehr raus in die echte Welt raus. Und da habe ich mir überlegt, dass ich euch das erzähle. Und früher war das so, da hat sich das Videothek, heißt das. Also das gab's früher immer, da konntest du hingehen, also zu Fuß noch, ne? Also wir sind damals da, zu Fuß sind wir da hingelaufen. Und da sind wir hingegangen, wenn wir jetzt einen Film gucken wollen oder eine Serie, gab es auch auf Video, auf so Kassetten. Ich habe keine mehr gefunden, also ich habe ja sowas gar nicht mehr. Ich bin ja auch mit Internet aufgewachsen, habe auch Internet, den ganzen Tag Internet so. Und da habe ich dann, da sind wir hin und haben uns dann so ein Video, haben wir uns dann ausgeliehen. Also da musst du mit Geld richtig dann auch bezahlen. Und da gab es auch so Filme für Erwachsene, ne? Also da, also kennt ihr ja auch, gibt's ja auch im Internet. Und da musst du dann immer hin und hast gesagt, du, so mal hast hier mit so ein bisschen, mit den Mädels und so, ne? Aber so ein Film. Und dann hat er mir gesagt, ja, dann nebenan muss er durch den Vorhang gehen. Ne, das ist sozusagen die Spezialabteilung gewesen. Und das war, Leute, das kann ich auch immer sagen. Und da waren wir immer mit drinne, also auch mal, nicht immer. Und da gab es dann zum Beispiel auch mal, da weiß ich noch ganz genau, mit meinem Kumpel damals, mit dem Alex, mit denen war ich auch mit drinne da, wollten wir irgendein Video ausleihen von so einem Actionfilm und dann war da eine Tussi aus so einem Pornofilm drinne, so eine Tussi. Alter, sag ich dir, das war ein heißes Mädel. Und dann hat die da Autogramme gegeben und wir konnten die ja gar nicht. Also wir kennen uns ja nicht aus und sowas. Wir haben ja keine Pornofilme, haben wir ja sowas, gucken wir ja nicht. Und dann haben wir mit der Fotos gemacht, weiß ich noch ganz genau. Also das war schon was. So, und das sind halt so Sachen, Videothek, also das kennt ihr gar nicht mehr. Das war damals, das war schon was. Und da müsst ihr mal überlegen, ne, wo ihr hingekommen seid, wo das Ganze mit den Internets noch hingeht. Ne? Also irgendwann haben wir so einen Stecker im Kopf und dann gucken wir da direkt den Film aus dem Internet. So, ja, das war eigentlich jetzt erstmal alles, was ich so sagen wollte. Und deswegen sage ich erstmal Tschüss. Ich gehe mir jetzt noch eine Suppe holen, mal schöne Dose aufreißen. Ist ja auch Zeit langsam, mittags kann man schon mal einkosten. Und ja,
ich bin dann erstmal wieder los. Tschüss. Machst du die jetzt auch ausmachen? Muss ich da irgendwas noch machen? Nee. Machst du die jetzt aus? Ja, Leute, das war sozusagen meine erste Testaufnahme mit meinem Charakter Fidi, also ein Charakter, den ich mir ausgedacht habe, den es aber auch so gibt. Also es gibt wirklich solche Menschen. Und ich habe mir überlegt, dass Fidi euch ab und zu mal das reale Leben erklären kann, so wie es vielleicht vor ein paar Jahren mal war. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, dann kann ich schauen, wie ihr das so findet. Und ich denke, die Rolle kann man noch ein bisschen ausarbeiten und ein bisschen verbessern. Und da arbeite ich natürlich fleißig dran. Ich sage danke und tschüss.